Servus Löwen, ich bin Giva Jori wieder hier, jeden Montag auf meine Kolumne. Heute ist Montag, wir wissen noch nicht, was hat der 60 gemacht, weil heute spielt 60 gegen Buchbach. Ich werde das Spiel auf die Fenster schauen und ich drücke fest die Daumen. Ich hoffe, dass wieder 60 ein Sieg macht. Heute ich wollte von einem Thema sprechen. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen gelesen, die Zeitung, auch mit ein paar Freunden, mit einem Freund Oliver, auch gesprochen. Das Thema von Ismaik oder neuen Investor, ein deutscher Investor, das will Anteile von Ismaik kaufen. Also, was habe ich verstanden? Die Situation ist, Ismaik vor ein paar Tagen wollte seine Anteile verkaufen und dieser deutsche Investor sagt, ja, ich will kaufen, aber einen realistischen Preis. Im Moment, alles war in Ordnung. Aber dann, ich sage, nein, mein Anteil ist unverkäuflich. Und auch, ich glaube, auch Preis war astronomisch teuer. Es ist schade, dass Situation, Sport, also Situation jetzt momentan läuft sehr gut. Wir sind erst in Tabelle. Wir sind konstant. Ich glaube, wir werden Meister sein. Ich glaube auch, wir werden aufsteigen. Schwierig, aber aufsteigen. Aber für das, wir brauchen, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Nicht alle in diese Richtung und nur eine Person in die falsche Richtung gehen. Ich finde es schade, weil wir sind jetzt, wir fühlen wie Marionetten. Wir fühlen wie Marionetten, alles ist okay, aber irgendwann bekommen Nachrichten, wo sagen, ja, wir haben vielleicht Lizenz für nächstes Jahr, Oder wir haben mehr Geld für neue Spieler abholen oder mehr Geld für ein Trainingslager machen. Ich finde es schade. Ich hoffe, dass dieser deutsche Investor, weil er kennt sicher 60 und er kennt, was ist Tradition, was ist Familie, was ist Leidenschaft, nicht nur Business. Nicht nur Interesse. Wenn du willst das, kannst du andere Geschäfte machen. Hotels oder Petroleum oder keine Ahnung. Aber mit 60 bitte nicht spielen. Weil, ja, ich bin nicht wie alle von euch, dass seit Kind Fan von 60 sind. Seit 2012, ich bin 60-Fan. Und ich finde, ja, schade, was passiert mit unserem Verein. Ich hoffe, die Situation kommt bald. Bekommen wir eine Lösung. Und wie habe ich gesagt, alle gehen in die gleiche Richtung. Nur so, wir können aufsteigen. Nur so, wir können planen eine Zukunft, aber nicht Business, bitte. Nur Tradition. Einmal Löwe, immer Löwe. Wir sehen uns bald. Ah, und ich wollte euch sagen, wir haben schon in Atletico Baleares einen Fanshop, wo ihr könnt unsere Trikot oder meine Trikot kaufen. Wenn ihr wollt, steht auf unserer Website. Steht Fanshop, wo ihr könnt ein Trikot von Atletico Baleares kaufen. So, viel Glück heute. Ich hoffe, wir gewinnen. Einmal Löwe, immer Löwe. Giva Jori. Liebe Grüße aus Mallorca.